Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Abzocker und Abzockerinnen, zur 24. Folge meines Elex 2 Let's Plays. Wir haben hier vorige Folge Einlass ins obere Viertel erhalten und uns schon mal ein bisschen umgehört bei den nicht allzu sympathischen Leuten hier oben. Besser gesagt, einer hier ist unsympathischer als der andere. Grauenhafter Zustand, gar widerlich. Da werden wir uns mal ein bisschen weiter umschauen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwen, der kein Arsch ist. Es ist im Bereich des Möglichen. Da vorne, den Turm habe ich noch gar nicht durchgesucht. Schauen wir gleich mal rein. Ach was. Oh, scheiße. Ach, Mann. Das war ja überflüssig. Da ist der Jax aus allen Wolken gefallen. Oh nein. Aber gut. Ist schon in Ordnung. Haben wir eine kleine Schmiede. Schauen wir mal kurz, ob wir irgendwas anfertigen können. Läuferklinge. Mhm. Ja, da bräuchte man Geschicklichkeit für. Junge Scheiß. Da können wir auch noch ein Schild verbessern. Und das ist das jetzt so eins geworden? Moment mal. Ist das, das ich ausgerüstet habe? Ach, nee, das wäre da schon dabei. Doof. Ich dachte schon fast, ich hätte drei. Aber naja. Dem ist natürlich nicht so. Ah, dann war's das schon. Ach, das ist der Händler, den ich bestohlen habe. Da dachte ich doch, da hat doch jetzt der Lagerhauskerl gemeint, ihm wäre was gestohlen worden. Dabei habe ich doch den hier den Ring geklaut, dem Rüstungshändler. Hallo, willkommen in meinem Geschäft. Moment mal, du bist gar kein Berserker. Was willst du hier? Was kaufen? Ich will etwas kaufen. Du? Alles, was ich anzubieten habe, kannst du dir sowieso nicht leisten. Du bist ja ein ganz schlauer. Davon habe ich einen Exklusivvertrag mit Red. Ich verkaufe nur an Berserker und du bist offensichtlich keiner. Ja, ich würde meine Hoffnung ja gleich enttäuscht, hier weniger Ärsche anzutreffen. Was ist das hier für ein Laden? Dies ist kein Laden, wie du es zu nennen pflegst. Ach. Ich bin ein ehrbarer Geschäftsmann und Versorger von unserem Warlord Red und seinen Truppen. Gesindel wie du hat hier nichts verloren. Nee, du bist ein arrogantes Arschloch. Da bin ich ja gleich wieder viel zufriedener damit, dass ich dich ausgeraubt habe, du Penner. Ja, unglaublich. Ist das so? Die Gerüchte habe ich auch gehört. So, und der nächste, bitte. Wär's mal, wenn du... Ah, er ist nur ein Berserker. Namenloser. Hm, ey. Was zum Teufel?
Aha. Was machst du da? Ich steck mir die Deko-Elemente ein. Das stört die liebe Berserkerin wieder. Ihre tollen Blümchen und ein. Naja, mit der kann man auch nicht quatschen. Oder schon, aber wird halt nicht viel mitzuteilen haben, die gute. Okay. Aufgespießtes Stofftierchen, ihr seid ja gemein. Ah, Munition. Was? Und hier die Patronen kann ich nicht mitnehmen, oder was? Frechheit! Ah, na gut. Die aber. Ja, interessant. Keine Pfeile in den Zielscheiben. Das war ja im Einsatzteil im Berserkerlager. Sind da viele Pfeile in den Zielscheiben gesteckt, aber hier nicht mehr. Mit dem habe ich ja schon mal gesprochen, der war genauso unsympathisch wie der Rest von dem Gesindel hier, der Ulf. Ich war schon da, als der Grundstein von Goliath in Edan gelegt wurde. Das waren noch die guten alten Zeiten. Also begegne mir mit Respekt, sonst wirst du meine Danya kennenlernen. Ich ramm sie dir dorthin, wo die Sonne nicht scheint, mein Gutster. Was für ein Idiot. Rex, sagst du? Ja, mein Herr. Im Alleingang? Die Wache Wolf hat wohl dabei geholfen. Das ist gut zu hören. Schön, schön. Ja, schön, schön. Sag den Wachen Bescheid. Das obere Viertel ist wieder geöffnet. Sehr wohl, Herr. Na gut. Hallo, du Ratte. Ah, da ist er ja, der Held der Stunde. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich bin froh, dich im Fort begrüßen zu dürfen, alter Freund. Du erinnerst dich an mich? Na hör mal, natürlich erinnere ich mich an dich. Hast du mich etwa vergessen? Nö. Lass mich dir mal auf die Sprünge helfen. Als Logan hier noch die Macht hatte, war ich ein Niemand. Eine Ratte, die sich vom Dreck ernährt hat. Du warst es, der mir geholfen hat, da rauszukommen. Als hier alles zu Bruch ging und Logan und die anderen Ratten das sinkende Schiff verlassen haben, da war meine Zeit gekommen. Denn diese Ratte hier hat die Löcher des Schiffs gestopft und das Schiff behalten. Aber das ist alles lange her. Ich nehme es dir mal nicht übel, dass du mich vergessen hast, mein Freund. Das nennst du ein bescheidenes Heim? Zugegeben, es ist groß, aber die Bescheidenheit eines Heimes entspringt immer ihren Bewohnern. Und ich gehöre wohl zu den bescheidensten Menschen, die dieses Fort zu bieten hat. Aber zu dir, was kann ich für dich tun, alter Freund? Fenris hat mich zu dir geschickt.
Du hast mir diese Outlaw-Propaganda der Krallen vom Hals geschafft. Dieses Gewürm hat mir schon lange Sorgen gemacht. Als Belohnung möchte ich dir ein kleines Startgeld geben, damit du dir hier ein neues Leben aufbauen kannst. Was hältst du davon? Hole, immer her damit. Wieso sollte ich die ablehnen? Ich meine, wo ist der Haken? Ja, vielleicht deswegen. Wo ist der Haken? Was soll die Frage? Als würde ich an meine Freundschaft eine Bedingung knüpfen. Es ist nur eine Gefälligkeit für einen alten Freund. Nimm es oder lass es. Na gut. Das Angebot lehne ich nicht ab. Eine gute Entscheidung, mein Freund. Ich nehme an, ich kann auf deine Hilfe zählen, wenn ich sie mal brauche. Da ist der Haken. Nicht antworten. Ich weiß doch, auf dich ist Verlass. Wenn ich es mir recht überlege, könnte ich sofort deine Hilfe gebrauchen. Ach was. Ich habe tatsächlich ein Problem. Nein, sagen wir lieber eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Mhm. Wie sieht's mit Bezahlung aus? Ja, die hast du schon. Ach ja. Was soll ich tun? Es gibt einige Elemente hier im oberen Viertel, denen ich nicht ganz traue. Besonders die Händlerin Berit und den Lehrer Einar. Ich will, dass du zu ihnen gehst und ihnen mal auf den Zahn fühlst. Seit dem Anschlag auf mich kann ich nicht vorsichtig genug sein. Eine Ratte muss aufpassen, dass sie nicht zertreten wird. Besonders eine, die so auf dem Präsentierteller sitzt, wie ich es tue. Ich brauche jemanden, der hier nicht sonderlich bekannt ist. Jemanden, der sich als einfacher Käufer ausgeben kann. Und was genau soll ich bei den beiden jetzt machen? Na, sie ausfragen. Sehen, ob sie etwas planen. Tu so, als wärst du nicht gut auf mich zu sprechen. Frag sie, was sie von mir halten, ob sie mir loyal sind, ob sie gerne Berserker sind. Solche Sachen eben. Ach was. Ich muss wissen, ob ich ihnen vertrauen kann. Hast du einen Grund, es nicht zu tun? Moment, wie, was? Hast du einen Grund, es nicht zu tun? Achso, ihnen zu vertrauen. Sonst würde ich dich wohl kaum darauf ansetzen. Ich hätte mich um die beiden längst gekümmert, wenn mir Goliath nicht im Nacken sitzen würde. Du musst nur wissen, dass ich ihnen nicht traue. Und jetzt los, ich zähle auf dich. Ich möchte bei euch aufgenommen werden. Ja, da speichere ich erstmal. Fantastisch. Aber die Aufnahmequest, falls es noch eine gibt, würde ich auf jeden Fall annehmen. Ach, da sind sie gleich wieder sauer, wenn ich da runterrenne. Mach das doch mal! Ja, ist ja gut. Dann klauen wir hier mal den ganzen Schmarrn, der da rumsteht. Rückenprobleme. Jupp. In der Tat. Rückenprobleme. Plattensprungprobleme. Der Aufgang da. Paletten blockieren den ja nicht allzu gut, aber vielleicht fliegen wir lieber außen dann hoch. Weil da, wenn ich da hochfliege, dann schmeißen die doch schon wieder ihre Exkremente in alle Richtungen, wie wenn ich da runtergehen will. Aber man könnte es probieren. Das ist zwar etwas dämlich oft, aber wenn ich jetzt hinter dem einfach schleiche. Nein. Ja, vergiss dich einfach. Mach das ja nicht nochmal. Mhm. Rats Truhe. Wäre Schloss. Verdammt! Das hört sich ja schlecht an. Ja, vielleicht gibt es ja einen Schlüssel dazu, den der
den die Roddy eingesteckt hat. Wer weiß. Na gut. Da hochfliegen. Noch falsche Taste. Wow. Ja, probieren wir es mal. Oh Scheiße. Aha, da geht's aber jetzt leider nicht so recht rein. Aber weiter hoch. Ein schöner Bogen hier. Super. Das hat wohl keinen gestört. Zumindest höre ich keine aufgebrachte Kampfmusik, was schon mal gut ist. Aber ich, wenn ich jetzt da runtergehe, schleiche ich trotzdem lieber, sonst locke ich gleich irgend so einen Idioten an, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir außerdem gleich mal, was der Bogen so kann. Ach ja. Doch ganz anständiger Schaden. Plus 66. Bräuchte halt mehr Geschicklichkeit. Ganz ordentlich. Mehr als doppelt, was ich hab. Naja. Aber kein schlechtes Ding. Wieso komme ich da nirgends durch, oder was? Das sieht schlecht aus. Dann müsste ich wohl doch innen vorbei. Ach was. Jetzt dachte ich schon, ich steck fest. Naja, blöd, blöd. Und schauen wir noch auf den Vorsprung, oder? Auf der Seite war ich noch nicht. Ja. Da noch was liegt. Sieht schlecht aus. Gut. Da hochrennen, haben sie gleich wieder ein Problem, nehme ich an. Probieren wir wieder mit Schleichen. Nachtwache. Ach, sind das die Truhen der Wachen, die ich ausräumen soll? Ja. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Oh je. Das war wohl nichts. Ja, also hier zurück, zurück. Dann die zwei und dann die da vorne. Ich glaube, das lade ich fast für den bisschen Scheiß. Außerdem, dieses, wir klauen nur die Beutel-Sache, das gefällt mir auch nicht so recht.
Gut, Kaffeebohnen brauche ich jetzt nicht, aber den Dietrich nehme ich schon mit. Aber wie gesagt, ich lade mal. Das waren jetzt zu viele abgebrochene Dietriche für die dämliche Truhe. Ach was, ja, legt euch mal nieder, Leute. Lass mal die Kaffeebohnen von mir aus drinnen, was soll's. Nicht, dass dann dem Auftraggeber irgendwas nicht in den Kram passt, dem Idioten. Wasser. Muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Ja, den Stein klaue ich allerdings schon. Rot. Metallschrott, Trophäe. Also ich kenne eigentlich nur Schrott, das nehmen wir auch mit, was soll's. Schweres Leder. Ja, die werden sich auch wundern. War der dämlichste Dieb aller Zeiten unterwegs oder was? Lässt die halben Sachen dort. Keine halben Sachen. Doch, doch, du. Wir machen ausschließlich diese. Beschädigtes Schwert. Naja. Drei von fünf Beuteln. Interessant, da ist aber nur mehr eine Kiste. Ich bin nicht gut genug. Ach nee. Ist ja scheiße. Na, bräuchte ich bessere Fähigkeiten. Liegt dann hier noch ein Beutel irgendwo einfach so rum vielleicht? Oder muss ich einen davon direkt beklauen mit Taschendiebstahl oder so? Naja gut, solange ich die Truhe da nicht aufkrieg. Oder ist es noch ein anderer Raum? In dem weitere Wachen sind. Ich höre hier doch was. Tja. Also, den soll ich checken, Finn Red. In Einar. Ich habe ein paar Fragen an dich. Wenn es um eine kostenlose Lehrstunde geht, vergiss es. Wollte nur mal hören, wie es dir so geht. So weit, so gut. Ich meine, uns geht's doch gut hier, oder nicht? Du willst doch irgendwas. Warum stellst du mir so eine Frage? Ich wollte nur wissen, ob du bei den Berserkern glücklich bist. Ob ich Was soll das alles? Was bei Raf... Zum Teufel, was willst du von mir?
Du weichst meiner Frage aus. Ich also, Oh. Lothar, halte den Typen auf! Was? Halt! Du erklärst mir jetzt erst einmal, warum einer vor dir flieht. Du Idiot! Was hast du ihm angetan? Ach Gott, nee. Geh mir aus dem Weg. Nichts da, Freundchen. Du erklärst mir jetzt erstmal, warum unser Ausbilder vor dir wegrennt. Sonst mache ich dich einen Kopf kürzer. Ich bin im Auftrag von Red unterwegs und war dabei, einer zu befragen, als er abgehauen ist. Wie bitte, was? Das kann ja jeder behaupten. Ach, ich kenne dich kaum. Willst du, dass ich Red sage, du bist Einers Gehilfe? Was? Nein. Scheiße. Na gut, aber lass mich das nicht bereuen. Ja was, er ist längst weg, du Idiot. Durch deine Hilfe, du bist in der Tat sein Komplize, du Vollspinner. Ach Gott, nee. Was weißt du über Einer? Nicht viel. Er ist der Ausbilder der Stadtwachen. Was ist denn überhaupt los? Red hat Einer verdächtigt, ein Spion zu sein. Anscheinend hatte er recht. Und ich habe ihm auch noch geholfen zu entkommen. So eine Scheiße. Hast du eine Idee, wohin er abgehauen sein könnte? Nein, keine Ahnung. Der ist schon seit Jahren hier. Soweit ich weiß, hat er auch keine wirklichen Freunde. Vielleicht durchsuchst du mal seine Sachen. Ja, Mann. Der wohnt ja schließlich direkt um die Ecke. Entschuldige nochmal, dass ich dich verdächtigt habe. Ja, also das war ja mal ganz, ganz, ganz hervorragend. Der liebe Lothar hat's voll verkackt. Na gut, dann durchsuchen wir seine Bude. Spar dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Halt's Maul. Ah, das ist hier eh alles. Quasi. Was? Ach, und ich habe mich schon so oft gefragt, ob man nicht irgendwo ein Licht hat. Hier auf V ist eine Lampe. Ja, Alter. Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Ich hätte vielleicht doch mal durchschauen sollen, wie die Steuerung funktioniert. Die ganzen Tastenbelegungen hier. Ah, oh Mann. Naja, gut. Naja, gut. Wer liest, gewinnt. Aber das ist ja ein Blind Playthrough. Und da lese ich nicht mal die Steuerung nach. Aber da war jetzt überhaupt nichts Nützliches in seinem Tempel. Ist da noch eine andere Hütte, die dem gehört hat, oder wie? Weil hier war es zwei Pokale, eine Geldkassette, das... das bringt's nicht. Ha. Ist das hier auch seins, oder wie? Ach nee, das ist die nächste Verdächtige. Ach so, was Blödes. Nicht so viel. Na gut. Wie kann ich dir helfen? Zeig mir deine Ware. Nichts lieber als das. Vollstrecker-Axt. 36.000, ja, Alter. Guter Bogen. Kleine Elex-Tränke. Ja,
Er wäre halt blöd, wenn die jetzt auch gleich abhaut. Wenn ich ihr die Fragen stelle. Mal sehen. Wie gefällt es dir bei den Berserkern? Beim Barte des Pilgers. Du kommst von Red, oder? Was? Nein, warum sollte ich von Red kommen? Was? Nein, warum sollte ich von Red kommen? Ich glaube dir kein Wort. Du bist nicht der Erste, den er schickt. Lass mich raten. Er hat dir nicht mal gesagt, warum er mich loswerden will, oder? Ich komme wirklich nicht von Red. Wenn das so ist, dann ist unser Gespräch jetzt beendet. Bald ich kann nicht wissen, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Kauf was oder geh. Ach na gut, so... So lassen wir das hier jetzt nicht stehen. Dann lügen wir halt etwas weniger. Wie gefällt es dir bei den Berserkern? Beim Barte des Pilgers. Du kommst von Red, oder? Naja, die erste hauen wir schon raus. Was? Nein, warum sollte ich von Red kommen? Ich glaube dir kein Wort. Du bist nicht der Erste, den er schickt. Lass mich raten. Er hat dir nicht mal gesagt, warum er mich loswerden will, oder? Naja, gut, dann lass mal hören. Oder ich hab nicht mal den Auftrag, dich loszuwerden, nur zu befragen. Ich habe nur den Auftrag, dich zu befragen, nicht dich loszuwerden. Was meinst du denn, hat er mit den Informationen vor, die du von mir holen sollst? Ich bin eine Abgesandte aus Goliath. Ich habe von Ragnar persönlich den Auftrag bekommen, mich um die Bewaffnung der Wachen zu kümmern. Was bedeutet, dass Red eine Menge Splitter entgehen, weil ich an ihn keine Steuern zahlen muss? Wenn er Beweise hätte, dass ich illoyal geworden bin, hätte er die Möglichkeit, mich in Goliath anzuschwärzen. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Also geh zu ihm zurück und sag ihm, dass er mich nicht so einfach los wird. Verdammte Ratte. Der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Na gut. Tauschgeschäft. Red's Paranoia, falscher Berserker. Schauen wir mal, markieren wir das mal vielleicht. Ja, aber das zeigt hier auf diese Hütte. Ah, da hinten. Aus Menschenleder. Was zur Hölle? Tagebuch aus Menschenleder. Ja, wie sympathisch ist das denn? Das habe ich beim ersten Mal ja glatt übersehen. Schauen wir mal. Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich muss meine Gedanken niederschreiben, sonst halte ich es hier nicht länger aus. Es gibt niemanden, mit dem ich reden kann. Selbst wenn mal ein anderer Morkon hier ist, scheint es so, als wollen die nichts mit mir zu tun haben. Ich gleiche mich den Berserkern mittlerweile ganz gut an, glaube ich. Aber gefallen tut es mir nicht. Ich habe schon seit einem Monat nichts mehr aus der Grotte vernommen. Haben die mich vergessen? Aha, ja, interessant. Da scheint der Red den richtigen Riecher zu haben. Die werden hier von den Morkons infiltriert. Zweiter Monat ohne Kontakt. Warum melden die sich nicht mehr? Mich beschleicht ein ungutes Gefühl der Verlorenheit. Ich gehöre hier nicht her. Ich darf nicht mal meine Rituale abhalten, das könnte mich sofort verraten. Na, da tut er mir aber leid, der arme Morkon darf hier gar keine Blutrituale abhalten oder Menschenopfer darbringen oder sonst irgendwie seinen Fanatismus ausleben. Dritter Monat ohne Kontakt, oder ist es schon der vierte? Ich gebe nun schon seit fast einem Jahr vor, ein Berserker zu sein. Ich habe es sogar geschafft,
eine Behausung im oberen Viertel zu bekommen. Ich bin ein guter Kämpfer, Ravak hat mich nicht umsonst für diese Mission ausgewählt. Ich konnte die Berserker überzeugen, sie zu trainieren, dadurch konnte ich ihr Vertrauen gewinnen. Aber ohne Kontakt zu meinen Morkon-Brüdern, ohne meine Blutrituale, ohne Ravak zu leben, schmerzt mich. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Mein Blut für Ravak, mein Schmerz für Ravak, mein Leib für Ravak, meine Ehre für Ravak, in Ravaks Namen. Na, da ist aber einer voller Aufopferungsbereitschaft und Hingabe, so ein braver Jünger. Ich werde weitermachen. Dieses Buch werde ich gut verstecken, sodass es niemand findet. Ich selbst sollte am besten vergessen, dass dieses Buch existiert, nicht dass es jemand findet und Verdacht schöpft. Ich habe dieses Buch wiedergefunden, die alten Zeilen zu lesen, die ich vor Jahren hier niedergeschrieben habe, reißt alte Wunden auf. In der Zwischenzeit habe ich beinahe vergessen, dass ich mal ein Morkon war. Ich bin sicher, dass die Morkons mich auf jeden Fall vergessen haben. Vielleicht sollte ich dieses Buch einfach verbrennen. Dem Morkon in mir den endgültigen Todesstoß versetzen. Ravak kann mich mal. Der sülzt uns hier voll. Naja, hört sich ja irgendwie an, als wäre er eh schon eher ein Berserker als ein Morkon. Naja. Das sieht interessant aus. Naja. Soll ich da jetzt erstmal Meldung bei Red erstatten? Mal sehen. Wegen der verdächtigen Berit und Einar. Ich habe mit der Händlerin Berit gesprochen. Und? Was hast du erfahren? Sie sagte, ich wäre nicht der Erste, den du zu ihr geschickt hast. Du hast dich also von ihr durchschauen lassen? Also muss ich davon ausgehen, dass du nichts Brauchbares aus ihr rausbekommen hast. Das bedeutet allerdings auch, kein Ergebnis, keine Bezahlung. Das verstehst du, nicht wahr? Ach, Alter. Einer ist weggerannt, als ich ihn für dich ausfragen wollte. Wer wegen ein paar harmlosen Fragen davonläuft, hat hier definitiv nichts verloren. Ich will, dass du ihn findest. Und dafür sorgst, dass er nie wieder zurückkommt, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, wo du suchen sollst? Ich habe bei ihm ein Buch gefunden. Und du glaubst, das hilft dir bei der Suche? Der Einband ist aus Menschenleder. Morkon-Zeug. Ah! Hör gut zu, ich weiß, dass wir innerhalb unserer Mauern einem Händler Schutz gewähren. Ivan heißt er. Und wie der Zufall es will, ist er einer dieser Morkons. Irgendetwas hindert ihn wohl an der Abreise. Ein Vorteil, wenn du nicht weißt, wo dieses Gesocks seinen Rückzugsort hat. Wenn du ihm hilfst, führt er dich sicher in seine Heimat und damit zu Einar. Na, frag mal das auch gleich noch. Ich werde eh vielleicht gleich nochmal laden. Ich möchte bei euch aufgenommen werden. Ah, sehr schön. Einen starken Arm wie dich kann ich gut gebrauchen. Aber sei dir bewusst, wenn du ein Berserker wirst, werden dir die Wege zu anderen Fraktionen versperrt bleiben. Ich verlange absolute Loyalität. Also bist du dir sicher, dass du diesen Schritt gehen möchtest? Zerstörung entsprechend. Was soll das heißen? Ja, wäre ich denn schon... Naja, wie gesagt, ich lade ja eh. Ich möchte Berserker werden.
Sehr schön, mein Freund. Wie du mit Sicherheit weißt, wirst du nun einen Eid ablegen müssen. Aber da wir nicht in Goliath sind, steht es mir zu, diesen Eid für unsere Bedürfnisse anzupassen. Ja. Sprich mir nach. Ich gelobe feierlich. Ich gelobe feierlich, meine neuen Aufgaben als Werker anzunehmen. Meine neuen Aufgaben als Werker anzunehmen. Die Setzlinge zu hüten, ihre Entwicklung zu überwachen und persönlich die Verantwortung zu übernehmen, wenn es mir nicht gelingt. Die Setzlinge zu hüten, ihre Entwicklung zu überwachen und irgendwas mit Verantwortung. Egal, passt schon. Kommen wir zum wichtigen Teil. Oh je. Willst du dem Herrn dieser Gemeinschaft treu ergeben sein? Also... Sag einfach ja, sonst werden wir nie fertig. Ja. Wirst du seine Befehle befolgen und niemals hinterfragen? Nö. Ja. Dann nehme ich dich in unsere Gemeinschaft auf. Nimm diese Rüstung. Sie soll ein Zeichen deiner Ergebenheit sein. Ach was. Sitzt wie angegossen. Schön, kommen wir zum Schlussteil. Willkommen in unserer Mitte, Bruder. Möge das Mana deinen Pfad in rotes Licht tauchen und bla bla bla. In Ragnars Namen. Na gut. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Ja. Exzellent. Naja, nicht wirklich exzellent. Wir laden gleich nochmal. Ich dachte, vielleicht gibt's da noch eine separate Quest. Aber Pustekuchen! Der nimmt mich sofort auf. Weil ich ja so ein guter, treuer, ergebener Werker bin. Mein Arsch. Nee, 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 nee. Laden. Vielleicht können wir ja auch ihn verarschen, wenn wir sagen, wenn wir die andere Gesprächsoption wählen. Ach was, das Buch... Ach. Na gut. Das sieht interessant aus. Ich dachte, ich hätte oben gespeichert, bevor ich mit ihm red. Aber erneut Pustekuchen, verdammt! Jetzt ist dann eh gleich die Folge wieder rum. Jetzt schauen wir noch mal, ob wir ihn verarschen können. Wegen der verdächtigen Beret und einer. Um eine Bezahlung zu erhalten. Ich habe mit der Händlerin Beret gesprochen. Und? Was hast du erfahren? Ich habe nichts aus ihr herausbekommen. Und du sagst mir auch sicher die Wahrheit? Sie wollte nicht mal mit mir reden. Das hätte ich eigentlich ahnen können. Da kann man wohl nichts machen. Aber du musst verstehen, dass ich dir für kein Ergebnis auch keine Bezahlung geben kann. Ach, so oder so keine Bezahlung. Ist ja hervorragend. Ach, Mann. Exzellent. Na gut. Dann beenden wir hier die Folge und ich glaube, den Dialog hebe ich mir dann auch fürs nächste Mal auf. Das ist ja dann sowieso ein brotloser Auftrag gewesen. Ja, doof, 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 doof. Aber was soll's. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, wenn es wieder heißt Let's Play Elex 2. Schönen Tag noch und habt recht viel Spaß. Ciao.